Ja, du bist ein bisschen irritiert, dass er versucht weiter anzugreifen, kannst dann aber noch kurz mit deinem Schwert nach oben zucken und durchteilst ihm den Kopf, sodass er dann nach hinten fällt. Du bist irritiert. Normalerweise sterben die Leute oder die Tiere, wenn man ihm die Arme oder Gliedmaßen generell abschneidet. Ach so, der ist jetzt allgemein tot, Ist der. tot. Ach so, Ador. perfekt. Okay, ja, ich Ador hat dachte er schon. vorgezogen. Ture. Ja, die Untoten, die sich die da nun vor uns aufgebaut haben, bieten ja nur ein perfektes Ziel und sofort komme ich mit einem kräftigen Schwung meiner Orknase von unten nach oben gegen den allerersten, also den von meiner Position aus unteren Untoten. Ja. Und würde treffen. Ja, Schaden. Jetzt aber. Ja, 5 plus. Dann sind das plus 6 und 11. Sind 11 minus 1 sind 10. 10 TP, nächste Kampfrunde, weil Ado vorgezogen hatte. Die Untoten sind dran und würden euch gerne angreifen, beziehungsweise 1, 2 gehen in eure Richtung und würden sich ebenso in den Nahkampf einbringen. Und Ja, kommt, zwar. zündet eure Freunde an. Und der Brav. andere hat sich aufgerichtet und versucht, untenrum zu gehen. Das wird noch ein bisschen dauern, aber er hat sicherlich noch irgendwo einen Weg gefunden, wie er dann hier gleich von der anderen Seite aufschließt, nachdem er mit einem durchbohrten Speer in seinem Leib sich aufgerichtet hat. Möchte jemand vorziehen? Ja, ich. Dann tu es. Ich hau den Brennenden zuerst. Den brennenden, ja. Ja, ich werde ganz normal zuhauen. Ja, das ist gelungen. Das ist gelungen, trotz seiner Totenangst. Dann darfst du Schaden machen. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Glorreiche 5 SP. Und dann bin ich mal dran mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stück. Und ich werde dieses Mal beißen, weil ich im Nahkampf bin. Nur Felixilius. Felixilius würde ich zweimal klauen, die anderen werden gebissen. Beißen auf die 10, klauen auf die 8. So, beißen funktioniert. 1, 2, 3, 4. Viermal. Und Felixilius wird einmal geklaut. Das kann ich gerade mal machen. Da darfst du natürlich auch versuchen zu parieren. Geschafft. Okay, und dann werden die anderen gebissen. Das dürft ihr natürlich auch parieren. Und zwar von oben nach unten. Ich schau Beziehungsweise. gerade mal, der erste ist für Edith. Edith wird einmal gebissen. Mit Totenangst habe ich es auch nicht geschafft, aber macht keinen Unterschied. Prall deine Rüstung ab. Hey, das hält mit viel Schwung das kappenverstärkte Ende ihres Stabes zwischen die Zähne. Und zwar nicht zwischen ihre eigenen. Ja. Dann haben wir noch ein, zwei Bisse für Ture. Eins, zwei. Das darfst du natürlich auch versuchen zu parieren. Gut, ja. Die Untoten geben ihre Parade auf und würden ein zweites Mal attackieren in dieser Runde. Das ist natürlich aber umgewandelt und dann dementsprechend weniger. Ich pariere und wie viele Paraden hat man bei 4? Eine. Das weiß ich. Gut, weil bei 5 habe ich so viele, wie ich will. Also von daher, deswegen. Eine. Dann würde ich. Ne, ausweichen kann ich nicht. Dann muss ich den zweiten hinnehmen. Ja, sind 3 TP in. Ja, bis. Ja, dann macht das keinen Schaden. Dann beißt der gerade in meinen Eisenmantel rein, so in den Ärmel. So. Hast du überall Rüstung? Ja, es ist ein Eisenmantel, der es hat an den Armen und an ist zumindest bis zu den Knien geschützt. Dann haben wir noch einen für unseren Bestienjäger. Der wird auch einmal gebissen. Jo, halte ich Du gegen, darfst, ja klar, oder? parieren. Parieren, Nö, gegenhalten. ich mache erstmal einen Zweier Meisterhand, Zweier Meister, Meisterparade. Das Meisterverparade, ja. treffen mich ja zwei, richtig? Oder? Es trifft dich nur einer. Ja gut, mache ich trotzdem Meisterparade, warum nicht? Der andere ist für Felixilius, beziehungsweise für Ardo. Hi. Sehr gelungen. Okay, dann war das meine erste Aktion. Wie gesagt, sie wandeln um und würden euch auch gerne noch ein weiteres Mal beißen. Ihr könnt natürlich auch selber umwandeln, wenn ihr mögt, aber das passiert erst am Ende der Runde. Haldan darf noch, wenn er mag. Nee, umgewandelt greife ich nicht an. Du hast es noch gar nicht in dieser Runde, ne? Doch, ich habe doch diese Runde schon angegriffen. Ah, Nee, nee, ich nächste habe diese Runde noch Kampfrunde. nicht angegriffen. Ah, ja, ich versuche einmal noch den Untoten zu stechen. Mit der Mistgabel. Ja, Freunde, ne? Das misslingt. Ganz knapp. Fast ja das so Tures Ohr abgerissen. Edith. Da stehen relativ viele Untote. Die sehen aus, als wollten sie gleich nochmal beißen oder schlagen. Edis wird defensiv umwandeln. Okay, gut. Dem Stab stört sie das ja nicht weiter. Also, wenn die Zähne nochmal kommen, kommt halt das Holz nochmal. Ja, okay. Dann, Roald.
Ja, ich würde zwei Aktionen nehmen, um ein bisschen näher ranzukommen. Komme ich da auf S, angenehme? Oh, ist genauso schwer wie bei Haldan. Also du könntest tatsächlich dann auch in den Rücken von Ronga stechen, wenn er sich da jetzt bewegt. Ist eine plus 4. Plus 4? Okay, ja. Dann würde ich trotzdem versuchen, umzuwandeln. Ja, dann ersten hast du ja so oder so noch und dann kannst du den zweiten mit einer plus 4 plus 4 umwandeln. Aber den ersten würdest du treffen. Den zweiten nicht. Dann gib mir mal Schaden für den ersten. Willst du den von Ronga nehmen oder den von Ture? Den von Ture. Den von Ture. Schaden? 9 plus 2. Das war der untere, den hatte er nämlich auch schon Schaden gemacht. Dann stichst du zu, er torkelt 2-3 Schritte nach hinten und fällt um. Dann ist Ado dran. Ja, ich hau das brennende Viech ein. Ja. Vielleicht funktioniert es dieses Mal. Ja, ich mach keinen Wutschlag oder so, sondern einfach draufhauen. Also plus 5 wegen Angst. Aber das ist gelungen. Hey, das sieht sogar noch Schaden aus. Beschreibung. Ja, Ado weicht kurz vor den Klauen zurück, die brennend versuchen, durch seine Rüstung in sein Fleisch zu kratzen. Zieht den Anderthalbhänder nach oben, macht einen Schwung über den Kopf und durchtrennt den Kopf des Untoten. Und zwar so, dass die obere Hälfte einfach runterrutscht und er in sich zusammenbricht. Ture? Ja, nachdem der erste Untote gerade das Zeitliche gesegnet hat, folgt ein Schlag mit dem Beil von oben herab auf den weiteren Untoten. Ich kann ja nicht daneben hauen, im Grunde genommen so dicht wie die stehen. Im Prinzip nicht, nein. Im Prinzip nicht. Ich hoffe zumindest, dass das auch so wird. Ja, knapp getroffen. Knapp getroffen? Dann darfst du Schaden machen. Gar nicht so viel. Das sind gar nicht mal so viel, genau, das sind 7. Gut, dann habe ich noch meine zweite Aktion. Allerdings sind es nur noch 5 Untote. Die anderen sind in der Zwischenzeit gestorben. Dementsprechend gibt es 5 Bisse auf die 10 plus 4, alle umgewandelt auf die 6. Und einer beißt Ado in sein Bein. 7 TP. Kann ich parieren? Natürlich. Hast du noch eine Aktion? Eigentlich nicht. Eigentlich würde das jetzt tatsächlich durchkommen. Okay, ja, dann kriege ich einen Schadenspunkt. Ja, du merkst, wie er dich beißt. Wo denn? Trefferzone? Vielleicht das Bein. Du merkst, wie er dir wohl irgendwie entgegenstolpert und er beißt dir in die Hüfte. Du merkst wohl, wie seine Zähne abbrechen. Und dann läuft irgendwas Warmes und Rotes aus deinem Beckenbereich und er hat wohl Zähne verloren beim Beißen. Du merkst wohl, wie dein Bein so ein bisschen taub wird. Nächste Kampfrunde. Die Untoten sind wieder dran. Die Untoten würden zweimal angreifen. Ich habe in der vorherigen Kampfrunde noch eine Angriffsaktion. Alles klar. Und die würde ich auch nutzen mit einem 6er Wortschlag. Der geht direkt vor mir. Ja, würde gelingen. Der hat keine Parade mehr. Korrekt. Würde er sowieso nicht machen. Schaden. So, dann sind das 17 Schaden. Junge, plus 16? Ja, plus 10, plus 9 wegen der Waffe, plus 1 wegen PKK und plus 6 wegen Ansage. Junge. War das eine Meisterparade, oder? Vorherige Meisterparade 2 und jetzt eine Ansage von 6. Dann möchte ich jetzt aber eine Beschreibung haben. Ja, mit dem vorherigen Biss, der vom Untoten auf Ronga kommt, der schon sein Schwert am Hals positioniert, um die Zähne von sich wegzuhalten, drückt ihn dann mit einem stärkeren Zug nach vorne. Und mit einem einzelnen Hieb rennt er dem Untoten dann seinen Schwertarm ab. Jedoch dabei bedenkend, nicht denselben Fehler nochmal machen, nur den Arm abzutrennen, sondern dem dann gleich mit dem nächsten Schlag den Rest zu geben. Und so kippt er hintenüber. Liegt jetzt über seinem Gefährten.
Ja, der Kopf taumelt noch 2, 3, 4, 5 Schritt weiter den Berghang weg und du siehst wohl, wie noch schwarzes, gekrustetes Blut aus dem Stumpf ausläuft. Nächste Kampfrunde. Die Untoten würden angreifen, es sind nur noch 4. Jemand vorziehen? Ja. Dann los. Umwandeln. Roald, zieh vor. Das ist getroffen. Schaden? Mhm. Gar nicht mal von schlechten Eltern. Der nächste Untote. Beschreibung? Ja, es ist zwar ein bisschen viel da vorne los, aber ich nehme den Speer über den Kopf und stech dem nächsten Untoten Fortura einfach ins Auge. Und dieser kippt nach hinten um. Drehst nochmal den Spieß mit einem schmatzenden Geräusch, fällt er nach hinten. Dann versuchen sie tatsächlich... Ich würde auch gerne vorziehen. Ja. Ja, ich hau den ganz normal. Ja. Ja, ich zieh danach direkt auch vor. Also warum sollten wir die noch rankommen lassen? Ja, denke ich mir auch. Schaden passt, alles klar. Nächster Schaden. 17. Ponga, Schaden. Jo. Danke. Und Schaden. 13. Mhm. Ture kann auch nochmal vorziehen. Immer auf den Schwertarm, warum denn auch? Ja, also ich schlag da auch nochmal zu. Wurde getroffen. Und das reicht. Sehen. Ja, und so nach kurzer Zeit senkt sich wieder Stille. Nur noch das Rauschen des Flusses, was ihr hört, Flusses, Bächlein. Und die seltsamen Torwaldschen Gesänge, Schlachtrufe, Skaldensänge, die wohl aus den Mooren kommen, was auch immer das für Geister sein sollen, aber zumindest habt ihr ein paar Untote zurück zu Tagunitot geschickt oder zu Boron. Die Götter mögen es wissen. Wir haben die bitte zu Boron geschickt. Ja, können wir das für unser eigenes Gewissen so sagen? Ich hinke mal zwischen den anderen leichten rechten, das rechte Bein hinter mir herziehend zwischen den anderen durch. Lass mich dann in der Mitte von dem Turm auf den Boden sinken und öffne mal meine Rüstung und schau mir mal genauer an, was da in meiner Hüfte, in meinem Bein steckt. Ich schaue kurz nach unserem werten Ortskollegen. Alles in Ordnung. Ich sehe schon. Ich greife nach einem, nach meinem Trinkhorn. Hier, einen Schluck. Den Rest brauche ich. Ja, ich trinke das. Wie stark ist das? Das ist prima Feuer. Du wirst mit mir heute Nacht keine Wache halten. Ich sehe das schon. Ja, du merkst, er trinkt davon einen Schluck. Schau dir an. Und setzt sich auf den Boden. Ich nehme das Trinkhorn zurück, steck das Ganze wieder weg und dann würde ich mich um die Leichen der Untoten kümmern, dass die schön alle schwelt da noch irgendeiner? Kann man einen wieder entzünden oder so? Also du guckst dir das an, die sind sicherlich vor über einem Jahr gestorben. Du weißt nicht, ob das da Partier sind oder ob die tatsächlich aus den schwarztobrischen Reichen gekommen sind, aber die sind schon vor sehr langer Zeit gestorben. Die Haut ist ledrig geworden, wettergegerbt. Da kann man nicht mehr wirklich viel anzünden, nur noch mit sehr, sehr viel Energie. Weil es mir absolut widerstrebt, die nun Toten einfach so hier so liegen zu lassen. Deswegen, ja. Offensichtlich widerstrebt es noch jemand anderem, denn neben dir wird der Stab kurz und kräftig auf den Boden geschlagen und dann in Fackelform an den erstbesten Untoten gehalten. Sehr gut. Während du, ich nicke dir einmal zu, sehr gut, und dann fange ich an, auf Torwaldsch Grabsegen zu sprechen. Ich laufe an den Anfang des Berges, also an den kleinen, wo die hier hochgekommen sind, ziehe meinen Wurfspeer aus dem Boden, das war ja keine 6, der hat nicht gesteckt, und schaue dann einmal runter die Klippe hinunter, wo ich den ersten Wurfspeer runtergeworfen habe, ob ich den
Untoten da irgendwo liegen sehe mit dem Wurfspeer im Körper, was ich ja wahrscheinlich nicht tue, weil der weitergelaufen ist. Ja, du siehst ihn noch erst 2-3 Meter weiter gekraxelt, hat es zumindest versucht und du kannst deinen Speer wieder nehmen und nach oben ziehen, sodass er dann einfach ja gezweiteilt in der Mitte dann auch zu Boden klappt und du dann auf das Rückgrat blicken kannst, wenn es dann so dunkel vor dir liegt. Ja, ich ziehe meinen Speer hoch, nehme ihn in die Hand, schon bereit, wieder auf den Untoten zu werfen. Aber mit kurzem Blick, dass er da alleine in sich zusammenbricht, nicke ich das nur ab und drehe mich dann wieder zu meinen Gefährten. Ich setze mich mal zu Heldern. Was trinken ist wahrscheinlich wirklich die beste Idee. Und ich hole aus meinem Rucksack kurz einen Weinbeutel und öffne den und fange den an zu leeren. So ein Zeuges. Sehr stark. Ach was, hör nicht auf den Heldern. Trinken ist die beste Idee. Ja, du merkst, wie er seinen Kopf, sein Knie gelegt hat und dich auch einfach nur noch sehr unfokussiert anschaut. Ja, hier scheint es auf jeden Fall zu gefallen. Willst du noch einen Schluck? Mach den Arm nicht betrunken. Er soll sich nur wieder ein bisschen fassen. Also sowas haben wir im Dorf aber nicht. Also. Ja, hier, probiert mal. Du, da könnt doch mal weinen. Ich bin fertig. Können wir jetzt schlafen? Wir sollten schlafen. Ich rufe mal über die Schulter. Ado? Hm. Alles in Ordnung? Kann sich das mal jemand anschauen? Ja, deinen Zahn hast du schon rausgezogen, der da irgendwie grün-gelblich in deinem Becken noch steckt, aber dein Bein kannst du kaum mehr bewegen. Ja, Heilkunde Gift oder Heilkunde Krankheit? Könnt ihr beide versuchen. Kann ich nicht. Kann weder das eine noch das andere. Ich weiß nur, dass wir damals ständig irgendwas darüber gesprochen haben. Alles in Ordnung? So. Wurdest du gebissen, oder? Ja, aventurische Luft ist heilsam. Einfach schlafen, das passt schon. Ich spüre mein Bein nicht mehr. Es wird schon wieder. Es ist nur ganz leicht durchgekommen, aber es hat gereicht, dass der Zahn abgebrochen ist. Ja, wird wahrscheinlich verfault sein und ein bisschen betäubt, aber wenn ihr morgen aufwacht, dann wird das schon wieder. Da würde ich nicht von ausgehen. Tura? Ja, ich komme schon. Danke. Nachdem ich dann die ganzen brennenden Untoten gesegnet habe. Es ist in Ordnung. Die Magierin bleibt da stehen. Sie hat tatsächlich auf Torvald Schmidt ja die Grabsägen mitgebetet. Aber irgendwie hat sie da immer ein paar Namen mit reingeflochten, die hier gar nicht hingehören. Ich habe das, wenn ich es zur Kenntnis genommen habe, habe ich mir nichts anmerken lassen. Trete ich erstmal zu Ado. Schau mir das mal an. Krankheiten war das, ja? Und ich dachte schon, tot sind die, stinken diese Untoten nur. Aber angezündet, das ist ja widerlich. Ihr wart noch nie in der Mursape bei Havena, oder? Frag ich so mehr oder weniger nebenbei, während ich mir die Wunde von Ado anschaue. Ja, wenn du Ronga fragst, siehst du seinen Blick. Scheint sich wohl gerade auf den Boden zu richten. Kurz leer. Er streckt seine Hand ein wenig aus, schaut sie sich selbst an, etwas zittert sie. Und er steht wieder auf aus der Ecke, wo er sich gerade hingesetzt hat, um auszuruhen. Ich runzle die Stirn, wie gesagt, und wende mich wieder dann kurz Ado zu. So, Heilkunde Gift oder Krankheit? Was soll ich denn nur würfeln? Ja, beides. Ado. Wo bist du denn vorhin rübergesprungen? War das hier? Ja, hier unten. Da kann man leicht rüberkommen. Das sollte ich mir vielleicht mal anschauen. Hier ist irgendwas. Ich kann euch wirklich nicht sagen, was es ist, aber. Ja, ich bin da vorher auch. Ich bin kurz gestockt, als ich darüber bin. Irgendwas war da. Musste dann aber allerdings weiter. Pass dir mal an. Beugt mich da etwas runter und wenn da irgendwelche Steine sind da irgendwelche Lose, die man rausnehmen kann, um da vielleicht runterzuschauen?
Ja, du pulst ein bisschen und kannst dann tatsächlich die Steine nach oben ziehen, so als ob es dort unter eine Kaverne gäbe, einen kleinen Keller. Ja, du ziehst und ziehst und du löst die Steine nach und nach und blickst dann in einen unterirdischen Raum, der genau unter euch liegt und unter eurem Turm. Es ist stockfinster darunter. Ich habe beide Proben übrigens mit 2 QS bestanden. Ist ja. Hey, schaut mal her. Vielleicht hat dieses Zeichen ja doch etwas bedeutet, was ihr im Stein gefunden habt. Ja. Ist noch ein Abschnitt des Turmes, der nicht mehr zugänglich war. Hey, Heldan. Kann ich mal deine Fackel haben? Hä? Ja. Die Fackel, ja, die du da hast. Ja, du merkst, wie er an seinem Bettplatz kriecht. Und die eine Fackel reicht. Ich habe auch noch ein Bad. Baden? Und dann reicht er dir auch noch Feuerstein und Stahl. Ach, danke. Zünde ich die Fackel an und schau einfach mal, was unten ist. Der Wein wird draußen an einem Leichnam nach dem nächsten immer weiter mit der Fackel gestupft. Es werden irgendwelche Namen gebrabbelt, immer wieder zu Boron gebetet, weil der kümmert sich da bestimmt drum. Die Magierin scheint ein bisschen abwesend zu sein. Mein Blick geht hoch zu Ardo. Du brauchst Gullmond. Hast du sowas zufälligerweise dabei? Hm, muss mal kurz schauen. Ich glaube aber nicht. Ich habe einen Heiltrank dabei, vielleicht hilft der mir. Der hilft nicht gegen Krankheiten. Also Heiltränke helfen generell nicht gegen Krankheiten. Nee, Gullmond habe ich nichts da. Dann müssten wir suchen gehen. Der wächst glücklicherweise durchaus in den Wäldern, wenn ich mich recht entsinne. Aber ich bin da nicht wirklich gut drin. Sieht das Zeug aus? Ich versuche mich mal zu erinnern. Edith? Das solltest du dir vielleicht mal anschauen. Ich wage zu behaupten, dass sie das tatsächlich entweder nicht beachtet oder nicht registriert. Was habt ihr da gefunden? Ich weiß es nicht genau, aber hier ist noch ein Toter. Die Herren Fallensteller, rufe ich einmal rüber. Ja. Ja. Bevor wir uns da unten in irgendwelche Räume hineinbegeben, hat einer von euch Kenntnisse über Pflanzen und Heilkräuter oder vielleicht sogar welche dabei? Dabei habe ich keine. Ich kenne einige Kräuter, aber ich bräuchte Gullmond. Viele. Ich bräuchte Gullmond. Der gute Ardo wird sich sonst eine sehr fiese Krankheit einfangen. Entweder Schlafkrankheit, Luternassparalyse oder Schlachtfeldfieber. Und ich weiß, das war gerade nicht unbedingt sehr feinfühlig. Verzeih. Siehst du, dass Ardo klein wenig bleicher wird? Krankheiten sagen mir nichts, aber wenn du sagst, es ist ernst. Ja, es ist ernst. Gullmond. Dann sollten wir tatsächlich mal danach suchen. Wie sieht es aus? Moment. Ich versuche mich daran zu erinnern. Ach, das müssen wir gar nicht suchen. Gullmond gibt's hier nicht. Nicht? Das wäre ziemlich schlecht. Weil den Krankheitsverlauf müssen wir irgendwie aufhalten. Wie lange dauert das? Wie lange haben wir noch Zeit? Wann setzt es ein? Ja, Frosty? Also unbehandelt wird er in 2 Wochen sterben. Und das muss nicht unbedingt sein. Das ist wieder sehr erbaulich. Was soll ich? Soll ich dich anlügen? Nee. Also. Ich meine, ich habe auch schon mal davon gehört. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es das hier gibt. Also ich weiß, dass es da, wo ich herkomme, am Svelte, wächst es. Aber ich habe auch nur davon gehört, habe es nie gesehen. Aber hier bin ich mir sicher, dass es nicht wächst. Was auch helfen könnte, wäre Trashbart. Wächst der hier? Ja, sollte. Es wächst an Bäumen und sieht tatsächlich aus wie ein Bart. Da auch der Name. Wir sollten vielleicht danach schauen.
Wäre es den Herren dann genehm, wenn wir eine Expedition in die unteren Räumlichkeiten dieses Turms dann auf anverschieben, wenn wir sozusagen alle versorgt haben, die Versorgung, der Versorgung bedürfen? Ich denke, eine Expedition, der Kellergewölbe hier ist auf jeden Fall einfacher ohne Schlachtfeldfieber. Auf jeden Fall, ja. Aber Edith, könnt ihr mir sagen, was für Magier denn eine rot-schwarze Robe tragen? Also, damit hast du dich jetzt tatsächlich, weißt du, die Stabfackel versackt in den Innereien irgendeines Untoten, während sie dich über die Schulter anstarrt. Ja, stinkt und schmort nach Haaren, nach Fleisch, nach Mensch. Ist absolut ekelhaft. Hast du das gerade rot-schwarz gesagt? Sind Diener dieses verdammten, widerwärtigen, absolut verabscheuungswürdigen Kerls, der meine Heimat dem Erdboden gleichgemacht hat. Ja, dann solltest du dir das mal anschauen. Ich habe ihn, glaube ich, gefunden. Das glaube ich nicht. Das ist ein von denen aus HC. Hast du wahrscheinlich gefunden. Ja, da sind auch Steckereien drauf. Ich kann aber das von hier oben nicht genau sehen. Ronga, eins nach dem anderen. Lass uns erstmal nach diesen Kräutern suchen. Was sitzt du eigentlich da herum? Also sie dreht sich jetzt um. Sie hat offensichtlich euer komplettes Gespräch bis jetzt überhaupt nicht mitbekommen. Wurde von einem Untoten gefressen, brauche Gürmund oder Traschpatz und Stäbchen 2 Wochen. Er grinst dich leicht an. Das klingt schlecht. Ich denke, das kann man durchaus vermeiden, wenn ihr die entsprechenden Pflanzen nicht dabei habt. Ja? Ja. Und wie? Ich trete mal nach draußen und fange an zu suchen währenddessen. Wenn unsere Begleiter nichts finden, werde ich einfach schauen, ob ich euch helfen kann. Und jetzt lasst mich kurz in dieses Loch schauen, ja? Nicht weglaufen. Danke. Ich bin gleich zurück. Ich habe vorher welchen gesehen, glaube ich. Ich bin gleich wieder da. Ja, ihr solltet nicht allein gehen, wenn da draußen noch Untote sind. Und dann kommt mit. Ja. Ja, wenn du da ans Loch rantrittst, will ich dir schon die Fackel reichen. Sehe, du hast deine eigene in der Hand. Und dann nehme ich noch 1-2 weitere Steine da weg, damit du mit deiner großen Stabfackel da auch runterleuchten kannst. Ich greife auch beim Rausgehen noch eine Fackel aus meinem Zeug und zünde die an deiner an.